ging 2016 viral? Was hat letztes Jahr voll eingeschlagen? Für das Beste aus dem Netz gibt es jetzt den Goldene Kamera Digital Awards. Ey, das kann nicht sein, schon wieder ein Bus. Talentschmiede für alle Menschen, die in den Medien was werden und auch machen wollen. Und das ist auf jeden Fall das Netz. Also es gibt so viele coole Informationssendungen, es gibt so viele witzige Dinge, die man sich angucken kann. Vor allen Dingen wird es in kleinen Häppchen serviert. Wenn man sich für ein Thema ein bisschen mehr interessiert, kann man da noch mehr reintauchen und sich noch mehr verdingen. Ich finde es einfach top. Ich liebe es selber und ich finde, es ist ganz wichtig, dass das ein Teil unserer Gesellschaft geworden ist und vor allen Dingen auch der Medienwelt. Das erste YouTube-Video, also ich war immer ein großer Fan der sportlichen Betätigung, also das habe ich mir ganz besonders gerne angeguckt, vor allen Dingen alle NBA-Geschichten. Ich bin ein riesen Basketball-Fan und ich habe mir, glaube ich, sag ich mal, Best of Michael Jordan, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich mir das wirklich angeguckt habe. Ich finde es sensationell. Ich freue mich natürlich total, wieder dabei zu sein. Es hat beim letzten Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Diesmal vor großem Publikum. Und vor allen Dingen ist das natürlich ein Genre, das mir sehr am Herzen liegt und vor allen Dingen die Nominierten. Ich bin sehr gespannt, was da passiert.